willkommen. Die Stroud-Eglund-Sternenwerft steht zu Diensten. Ja, und damit steht euch auch das Nerdzeitalter zu Diensten, natürlich wieder bei Starfield. Ja, und wir fliegen die Stroud-Eglund-Sternenwerft an. Wir haben beim letzten Mal ja unser kleines, nettes Schiffchen gebaut. Ich würde sagen, das befähigt uns auf jeden Fall hier kompetenztechnisch, um hier jetzt auch brav die Schiffsbauquest mal irgendwie an den Start zu bringen. Schauen wir doch mal, was es uns bringen wird. Schlecht, der Kaffee ist leer. Das Leben ist hart. So, wir steigen ein. Ich bin ja gespannt, wie lange der Platz auf unserem Schiff irgendwie halten wird. Hm. Einen wunderschönen guten Tag. Ich Stroud-Eglund mag zwar neu sein, aber so konnten wir von den anderen lernen. Havershaw ist im Ausstellungsraum, wenn du was möchtest. In unserer hochmodernen Sternenwerft bauen wir revolutionäre neue Raumschiffe zu Preisen. Ich wechsle zu Stroud-Eglund. Das ist der logische Schritt. Okay. Die Schiffe sind nett, aber verglichen mit einer Trident. Für eine Stroud-Eglund. Oh, ja, ist ja gut. Was gibt's denn hier? Stroud. Ja, sprich mit Havershaw, okay. Ja, Mission aktiv schalten, das ist okay. Ohne sein dichtes Netzwerk aus Minern und Händlern wäre Stroud-Eglund nicht in der Lage, seine exzellenten Schiffe zu bauen. Zwar sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, den vorgeschriebenen Lohn der Handelsaufsicht zu zahlen, aber dafür sind wir mit Leidenschaft dabei. Was? Unser prämierter Vertriebsleiter Havershaw erklärt ja gerne alles weitere. Freu dich auf den Profit. Ja, freu dich auf den Profit, schon klar. An Tails Stelle würde ich mir wegen der neuen Stroud-Eglund-Modelle Sorgen machen. Was? Warum? Welches Modell nehme ich nur? Was? Wo gehe ich jetzt hin? Ich bin stolz, zum Stroud-Eglund-Team zu gehören. Wenn wir stattdessen auf die familienfreundliche Variante umschwenken, dieser Markt ist wesentlich größer als der für Entdecker. Oh, das muss Walters Consultant sein. Bitte komm rein, wir haben schon auf dich gewartet. Und das ist ja schön. Hallo. Sprich mit Jules. Guten Tag. Ich bin hier, um über dieses neue Schiffsprojekt zu sprechen. Du bist sicher Walters Kollege. Das ist richtig. Er hat mich informiert, dass du Projekt Kepler übernimmst. Obwohl wir dafür schon ein ganzes Forschungs- und Entwicklungsteam haben. Aber schon okay. Du machst garantiert einen guten Job, auch wenn du praktisch keine Erfahrung in dem Bereich hast. Ja, guten Tag, ich bin Consultant. Natürlich, so funktioniert das. Raumschiffdesign. Tatsächlich habe ich reichlich Erfahrung im Entwickeln von Raumschiffen. Eins. Oh, ich dachte nur... Ach, tut mir leid. Ich hätte mich einfach auf Walter verlassen sollen. Mein Fehler. Trotzdem, wir haben jede Menge Designer. Wie du vielleicht weißt, sollen wir das nächste Top-Raumschiff für Stroud-Eglund entwickeln. Aber wir haben Budgetprobleme, müssen Marktforschung betreiben und können uns auf kein Design einigen. Walter will wohl, dass du die Probleme löst. Also, leg los. Okay, ja, dann, ich bin mit dem Vorgang vertraut. Legen wir los. Lass mich einfach mal machen, dann kannst du vielleicht noch was lernen. Okay, mal die spannende Gretchenfrage. Warum könnt ihr euch denn eigentlich hier entscheiden? Es gibt viel zu berücksichtigen. Was ist unsere Zielgruppe und was für ein Schiff will sie haben? Welche Komponenten wollen wir einbauen? Wie schnell soll es sein? Wie viel Fracht soll es laden können? Welche Farbe soll es haben? Wir gehen bis ins kleinste Detail. Mhm. Na klar, ich bin Jules, die F&E-Projektleiterin. Ich hatte hier das Sagen. Jetzt soll ich wohl nur noch koordinieren. Frank kennst du ja schon. Er ist unser Lead-Designer mit Fokus auf Optik und Komfort der Schiffe. Dann gibt's noch Ella, die andere Senior-Designerin. Sie kümmert sich um die technischeren Designs, ist mit Frank zur Schule gegangen. Mike ist unser Senior-Engineer und berät uns in allen technischen Angelegenheiten. Maschinerie, Computersysteme und so weiter. Und dann wäre da noch Nev vom Marketing. Sie muss dafür sorgen, dass sich das Ding auch verkaufen lässt. Gut, dann legen wir mal los. Hast du erwähnt. Dann sollten wir uns jetzt das Budgetproblem vorknöpfen.
Wir sollen das neueste, heißeste Schiff auf dem Markt bauen. Was wir nur hinkriegen, wenn uns der Vorstand mehr Geld bewilligt. Also, wir haben zwei Budgetvorschläge. Mit dem einen können wir ein, sagen wir mal, recht zweckmäßiges Schiff bauen, müssen aber am Design sparen. Mit dem anderen Budget hätten wir mehr Flexibilität, was das Innenleben angeht. Ich nenne es mal das Spülbeckenbudget. Gefällt mir nicht und wird sich auch kaum bewilligen lassen. Welchen Vorschlag sollen wir vorlegen? Warum kannst du nicht das ursprüngliche Budget verwenden? Würde ich ja gern. Wäre perfekt, wenn wir damit auskämen. Aber mit dem Budget lässt sich leider keines der brauchbaren Designs für das Projekt umsetzen. Ich habe es schon abgelehnt, also muss ich so oder so zum Vorstand. Und nachdem du jetzt für die großen Entscheidungen zuständig bist, musst du bestimmen, welchen Budgetvorschlag wir nehmen. Welche Kürzung müssen wir denn für das zweckmäßige Design vornehmen? Wir müssten uns für ein paar Designelemente entscheiden. Der Rest fällt dann weg. Mit anderen Worten, wenn wir etwas aus Mikes Design umsetzen, reicht das Budget nicht mehr für Ellas Ideen. Das ist einer der Gründe, wieso wir uns bisher noch nicht geeinigt haben. Mhm. Und was ist am Spülbecken so falsch? Dann können wir uns leisten, alles einzubauen, was wir wollen. Aber es ist nicht praktikabel. Und der Vorstand wird mehr Druck machen, damit das Projekt auch erfolgreich ist. Ich fürchte, wenn wir kein Limit nach oben haben, wird mein Team versuchen, einfach hemmungslos alles einzubauen, worauf es Lust hat. Außer dem Spülbecken. Daher auch der Name. Wer weiß, welches Monster wir erschaffen, wenn wir versuchen, alle unsere Designs umzusetzen. Und würde sich so ein teures Ding auch verkaufen? Dann bleiben wir beim Zweckmäßigen. Denk dran, dass das Schiff dann weniger Schnickschnack hat. Wir können nicht alles einbauen, was wir gerne hätten. Und das ist gut so. Franks Luxusdesign hat die teuersten Komponenten und wir bringen ihn einfach nicht dazu, die Idee zu verwerfen, damit wir unser Budget nicht überziehen. Wir brauchen seine Hilfe. Glaubst du, du kriegst ihn rum? Ich bin übrigens anwesend. Okay, dann würde ich sagen, können wir doch mal gucken, was hier geht. Ich habe es schon zu Jules gesagt. Wir streichen nichts. Okay, also. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Wir versuchen es erstmal mit dem Weg mit dem hier. Okay, okay. Ich denke nach. Von mir aus, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir könnten alles etwas dezenter gestalten. Brauchen wir wirklich so viel Gold? Wohl nicht. Was? Perfekt. Ein Problem weniger. Dann schlage ich das Budget vor und danach können wir weitermachen. Als nächstes kommt die Marktforschung. Dazu rüsten wir dein Schiff mit Sensoren aus und testen ein paar reale Szenarien. Das hilft uns, praxisorientierte Designentscheidungen zu treffen. Alles klar. Warum ich? Gibt es nicht bessere Methoden zur Marktanalyse? Tja, Mr. Stroud denkt, dass du in unsere Zielgruppe passt. Wir haben von deinen Abenteuern gehört und vermuten, dass du uns wertvolle Daten liefern kannst. Ehrlich gesagt sind unsere Testpiloten meistens zu vorsichtig. Die Szenarien reizen das Limit daher selten aus, das uns auf legalem Weg möglich ist. Aber Verstehe. Mit dir haben wir das Problem zum Glück nicht, weil du nicht offiziell angestellt bist. Außerdem vertraut Walter dir. Alles klar. Super. Such dir eine oder zwei Missionen in der Auftragsbörse aus und erledige sie wie gewohnt. Wir werten die Daten aus, wenn du wieder da bist. Wenn du verschiedene Missionen erfüllst, können wir ein Schiff für diverse Szenarien bauen. Wenn du dagegen nur eine Mission fliegst, können wir ein spezialisierteres Schiff entwickeln. In der Zwischenzeit solltest du auch mit dem Rest vom Team sprechen. Alle kennenlernen, Feedback geben und so weiter. Viel Glück da draußen. Alles klar, das läuft doch super. So, gib Feedback zu den Teamvorschlägen. Schließe eine Kopfgeldmission ab und schließe eine Passagiermission ab. Okay, das können wir gleich tun. Erstmal Frage, kann ich mal mit den Kollegen reden? Ich designe schon seit über 10 Jahren Raumschiffe. Du musst Walter ja wirklich beeindruckt haben, um das Projekt hier zu kriegen. Oder war es Vetternwirtschaft? Ach, egal. Vielleicht sieht er ja in dir, was er in mir sieht. Was erwartest du denn? Die Ecke? Dann kommt noch Walter Stroud dazu. Okay, was denkst du, was er denn uns sieht? Ich hoffe, er sieht unsere Leidenschaft. Ich weiß zwar, dass er mich schätzt, aber er muss mich noch von den kommerziellen Fesseln befreien und mir freie Hand lassen.
Aber Walter hat dir deutlich mehr Kontrolle über unser Projekt gegeben. Vielleicht kann ich ja von dir lernen und ihn überzeugen, dass auch ich bereit dafür bin. Also, Jules hat mich gebeten, dir Feedback zu seinem Design zu geben. Also erzähl mal. Ah, ja. Vielleicht habe ich ja Glück im Unglück und du bist für meine Ideen etwas zugänglicher als meine Kollegen. Stell dir ein Luxusschiff für auserlesene Geschmäcker vor. Jede Funktion ist auf maximalen Komfort und Seelenfrieden ausgerichtet. High-End-Technik, höchste Präzision, ein Raumschiff für alle, die gesehen werden wollen. Es wäre die absolute Elite unter den Privatschiffen. Ich habe schon bessere Ideen gehört, die im Delirium entstanden sind. Wie würden wir so ein Schiff designen? Das Schiff sollte geräumig, aber noch Mittelklasse sein. Wir würden nur allerhöchste Qualität verbauen, mit den teuersten Modulen auf dem Markt. Es sollte Sicherheit vermitteln, aber nicht bedrohlich wirken, mit Fokus auf Defensivmaßnahmen. Vor allem sollte sich der Kunde vorstellen, dass sein Lieblingsstar oder vielleicht sogar Walter selbst das Schiff fliegt und anderen weiterempfiehlt. Gar nicht schlecht, aber du sollst noch ein bisschen an der Präsentation arbeiten. Ich weiß, was du meinst. Wir brauchen mehr drumherum. Wer fliegt unser High-End-Luxusschiff und wohin? Was hat sie zu dieser Reise getrieben? Und warum sehnen sie sich so nach Aufmerksamkeit? Ah, danke. Dann überarbeite ich meinen Entwurf lieber nochmal. Warum eigentlich Schiffe an Promis? Ein Wort. Geltungskonsum. Bist du mit diesem Konzept vertraut? Ja, ich glaube, ich verstehe, worauf er raus will. Schön, dass du mich verstehst. Stell dir vor, dass jemand wie Borealis aus einem unserer tollen Luxusschiffe steigt. Jeder würde gerne so cool aussehen. Ich hätte nicht nur die Chance, an einem Traumschiff zu arbeiten, sondern es würde auch garantiert verkauft werden. Weil ich der leitende Designer bei diesem Projekt bin. Es ist mein Job zu designen. Es ist frustrierend, weil es ständig Widerstände gibt. Und Jules glaubt, dass das Produkt besser wird, wenn wir es alle zusammen designen. Was ein bisschen Ego-Trip kann das sein? Wenn jeder Recht hat, kommen wir nicht weiter. Vorher war es einfacher. Warum arbeitest du hier, wenn Nur du so unzufrieden bist? Weil mir unsere Ausrichtung nicht gefällt, heißt das nicht, dass mir die Bezahlung nicht gefällt. Außerdem kann ich mit jedem erfolgreichen Design die Firma dahingehend beeinflussen, diesen typischen Mist sein zu lassen und mittels Kunst und Innovation wieder Risiken einzugehen. Aber es ist, wie es ist. Ciao. Ja, danke schön. So, was gibt's bei dir? Hallo. Brauchst du was? Ja, ich brauch was. Und zwar erzähl mir. Genau, du bist ein bisschen nervös. Oh, nein. Ich bin noch neu hier und alle haben so beeindruckende Designs. Und ich soll mir auch was einfallen lassen, aber ich weiß nicht, ob meine Idee genauso gut oder überhaupt gut ist. Hallöchen und herzlich willkommen bei unserem Motivationsseminar für angehende Raumschiffsdesigner. Deine Idee ist sicherlich genauso gut. Ich fand bisher noch keine umwerfen, also kann deine nicht schlimmer sein. Ich muss gestehen, ich habe gehofft, dass du das sagst. Also, ich habe mir gedacht, dass wir ein Freizeitschiff in der Flotte gebrauchen könnten. Nicht so super luxuriös wie unsere Adonis Pleasure Yacht, sondern mehr auf Familien zugeschnitten. Dass die Eltern beladen können und dann geht's mit den Kids in den Urlaub. Findest du wahrscheinlich albern, oder? Und was für eine Art von Schiff hast du dir denn vorgestellt? Ich habe noch nicht alle Details ausgearbeitet, aber wichtig wären wohl geräumige Aufenthaltsmöglichkeiten. Ein mittelgroßes Schiff, in dem sich eine oder zwei bis drei Familien bequem ausbreiten und entspannen können. Ich glaube nicht, dass es schicke Waffen oder Forschungsausrüstung bräuchte, sollte also recht erschwinglich sein. Familien wollen kein Vermögen ausgeben, ein niedriger Preis wäre also eine Verkaufsgarantie. Okay, ja.
Glaubst du, dass es noch nachfolgt? Als Kind bin ich immer mit meiner Familie zum Camping geflogen. Na dann. Die anderen Familien haben sich immer beschwert, dass ihre Schiffe nicht für den Urlaub taugen. Sie hatten nie genug Platz und die Kinder haben sich ständig gestritten. Ich habe ein bisschen Marktforschung betrieben und kein einziger Hersteller scheint Schiffe für diesen Zweck zu bauen. Wir könnten also trotz niedriger Nachfrage in diese Nische einsteigen und viel verkaufen. Okay, wäre nicht schlecht, wir probieren das mal. Wirklich? Wow, ich danke. Zum Glück habe ich dir davon erzählt. Wenn wir das echt umsetzen, stelle ich eine erstklassige Werbekampagne auf die Beine. Wie ist es so, für einen Schiffsfabrikant zu arbeiten? Interessant. Ich bin neu und hatte so etwas in der Art noch nie gemacht, bevor ich herkam. Also Marketing für Schiffe. Man muss so vieles für verschiedene Gruppen bedenken. Stil, Funktionen, Kosten und solche Sachen. Angriffs- und Verteidigungsfunktionen muss man auch im Blick haben. Der Weltraum ist gefährlich und die Leute sollen sich in ihrem Schiff sicher fühlen. Okay, du hast gesagt, du warst hier noch nicht so lange. Was hast denn du davor gemacht? Das würde mich jetzt interessieren. Ich bin erst seit ein paar Monaten hier. Davor habe ich Marketing für Chunks gemacht, aber das war eher so etwas wie ein Praktikum. Schiffe sind was ganz anderes. Ich habe mich spontan beworben, weil ich dachte, dass es Spaß machen würde. Dann haben sie mich eingestellt. Aber das wäre hier? Schon, aber mal unter uns. Die Sache wächst mir ein bisschen über den Kopf. Es fühlt sich an, als wüsste ich überhaupt nicht, was ich mache. Aber den Chefs scheint es zu gefallen. Dann mache ich wohl was richtig. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen im Berufsleben. Es ist komisch, Leuten Ideen zu präsentieren, die sich schon viel länger als ich damit beschäftigen. Na gut. Wir sehen uns. So, dann haben wir hier noch die beiden Kollegen. Du bist also mit Walter befreundet. Er hat dir mit dem Projekt ja einen Gefallen getan. Ich hatte gehofft, dass mir die Ehre zufällt. Immerhin bin ich Senior Technical Designerin. Nächstes Mal vielleicht. Ach, schön. Aber wie dem auch sei, ich freue mich, dir helfen zu können. Hast du Erfahrung im Schiffsbau? Ich würde sagen, ich bin mittlerweile Prof. Das ist ja perfekt. Ich hoffe nur für uns alle, dass du dein Können nicht zu sehr überschätzt. Ich weiß, dass du uns Feedback zu unseren Designs geben sollst. Soll ich dir einen kurzen Überblick über meins geben? Bitte. Erst möchte ich dir eine Frage stellen. Welche Piloten werden auf dem aktuellen Raumschiffmarkt völlig übersehen? Kommerzielle Bergungsteams, Piraten. Sau gut. Kommerzielle Bergungsteams, glaube ich, ganz cool. Nein, aber interessant. Habe ich noch nicht bedacht. Das sollte ich mir für später merken. Meine Idee ist weniger konventionell. Ich finde, wir sollten in ein dediziertes Entdeckerschiff investieren, speziell für Amateurforscher. Wir haben zwar einige Forschungsschiffe, genau wie andere Hersteller, aber keine, die für den Durchschnittskunden in Frage kämen. Ich hoffe, dass wir damit eine neue Ära bezahlbarer Weltraumforschung einläuten können, die für jedermann zugänglich ist. Klingt nach stinklangweiliger Technik für absolute Nerds. Sehr gut. Wie würdest du denn so ein Schiff designen? Ich würde mit einem kleinen Schiff anfangen, ohne viel Stauraum oder Passagierkapazitäten. Außerdem bräuchte man einen hochmodernen Graphantrieb, um in den Deep Space zu kommen, und genug Energie für weite Strecken. Wir können die Kosten klein halten und auf teure Waffen oder Defensivmaßnahmen verzichten. Die werden ohnehin nicht nötig sein. Und natürlich sind High-End-Scanner und andere Forschungsausrüstung ein Muss. Kein schlechtes Konzept, aber klingt mir sehr nach einem Nischenprodukt. Ja, das hat Jules auch gesagt. Das sollte mir wohl zu denken geben. Danke. Ich feile meine Idee einfach weiter aus und schlage sie dann wohl nächstes Mal vor. Was fällt in dein Aufgabenbereich? Nun ja, als Senior Designer arbeite ich an ziemlich wichtigen Funktionen dieses Schiffs. Ich befasse mich vor allem mit den technischen Aspekten und mache sie anwenderfreundlicher. Computersysteme für Navigation, Zielerfassung und ähnliches. Es ist vielleicht nicht so glamourös wie das, was Frank macht, aber ohne mich könnte der durchschnittliche Kunde diese Schiffe überhaupt nicht fliegen. Warum habe ich das Gefühl, dass das eine Falle von jemandem sein könnte, den Walter geschickt hat, um unser Projekt zu übernehmen?
Aber ich habe ja nichts zu verbergen. Ich dachte immer, für eine enorm vermögende Firma zu arbeiten wäre furchtbar. Aber eigentlich ist es toll. Man behandelt mich gut und alles ist viel beständiger als bei einem Startup. Mir haben sich hier einmalige Gelegenheiten geboten. Ja, es ist schon ziemlich gut. Gut, danke für die Info. Wir sehen uns. Hallöchen. Wir wirklich noch mehr Köche für den Brei? Ja, ihr kriegt sie anscheinend alle nicht hin. Hat Walter dich ja beauftragt, eine finale Entscheidung zu treffen. So, das klingt, als hättest du ein Problem mit mir. Nein, ganz im Gegenteil. Mir ist egal, wer die Entscheidungen trifft, solange sie auch passieren. Und bei dem Entwurf bereue ich immerhin nicht, dass ich Techniker geworden bin. Apropos, ich glaube, mein Plan dürfte uns so schnell und effizient wie möglich ans Ziel bringen. So, so. Er ist simpel, ohne Schnickschnack. Und vor allem wird er mir aus technischer Sicht kein Kopfzerbrechen bereiten. Wow, du haust mich glatt vom Hocker mit deiner Alarmpräsentation. So, das Projekt klingt, als wäre es eine harte Nummer für die Alle Techniker. Warum? Kreativen Köpfe hier versuchen, die innovativsten und schicksten Schiffe überhaupt zu entwickeln. Denen kommt gar nicht in den Sinn, mal darüber nachzudenken, wie viel Zeit sowas kostet. Ja, wir sind Techniker. Wir müssen hier das Unmögliche möglich machen, aber das heißt nicht, dass es einfach oder praktisch ist. Außerdem sind wir immer zu wenig Leute. Okay, dann erzähl mir doch mal, welchen Job du genau machst. Ich dachte, das ganze technische Gerede hätte mich verraten. Ich bin Techniker. Das heißt, ich setze am Ende alle Pläne zusammen und sorge dafür, dass das verdammte Schiff auch fliegt. Mache ich schon seit 25 Jahren. Und das hat bisher trotzdem noch niemand realisiert, dass ohne mich hier alles vor die Hunde gehen würde. Und anstatt mich meine Arbeit machen zu lassen, geben sie mir schicke neue Titel und verstricken mich in endlosen Meetings wie dieses. Das Schöne dabei ist halt wirklich, es ist halt original, wie halt, ja, wie man es so aus dem realen Leben kennt. Okay, klingt noch ein Plan Wind, machen wir mal. Den brauchen wir auch. Die anderen denken, wir müssen eine große Innovation entwickeln, aber wir müssen nur besser sein als alle anderen. Ich habe mir überlegt, es gibt schon jede Menge Jäger. Ist sinnlos, noch so ein Ding auf den Markt zu werfen. Und wir haben schon die besten Luxusschiffe der Branche. Ich denke mir, das Transportgeschäft boomt. Und bisher hat noch niemand ein Privatschiff gebaut, das auf die Arbeiterklasse zugeschnitten ist. Nichts Schickes, kein Schicki. Nur ein simples, robustes, günstiges Schiff mit haufenweise Ladekapazitäten, das sich auch von einem Dreijährigen bedienen lässt. Klingt recht simpel, hast du noch andere Gedanken zum Design? Hier sollte sein, ein riesiges Schiff zum kleinen Preis und mit jeder Menge Ladekapazitäten zu bauen. Das Schiff braucht keine schicke Ausrüstung, nur Basiswaffen, Basisverteidigung, Basisscanner und so weiter. Bei einem Basisdesign kann ich mich umso mehr auf eine solide Bauweise konzentrieren. Dann verkauft sich das quasi von selbst. Okay, dann habe ich eine Idee. Vielleicht kannst du die Präsentation noch ein bisschen spannender machen. Ja, klar. Damit ich nur noch enttäuschter bin, wenn wir uns am Ende für irgendein anderes lächerliches Design entscheiden. Danke. So, du bist doch wieder leitender Ingenieur. Genau. Ich bin seit der Firmengründung hier. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit dem Ingenieurwesen. Obwohl ich jedem immer sage, dass ich Oberingenieur bin. Ich will nichts leiten. Zu viel Verwaltung. Zu wenig Arbeit mit den Händen. Und trotzdem bin ich im Team für Forschung und Entwicklung. Arbeitest du da nicht gerne? Nein, eigentlich nicht. Mir fehlt wahrscheinlich das Ego dafür. Ich muss nichts beweisen. Mir ist egal, ob ich der Branche meinen Stempel aufdrücke. Ich will einfach nur die allerbesten Raumschiffe bauen und nicht in den ganzen Einzelheiten versinken. Aber die obere Führungsebene mag meine Arbeit und hat ein Nein nicht akzeptiert. Sie brauchten wohl jemanden, der dafür sorgt, dass die anderen nicht total abheben. Okay, und was hältst du von dem Laden? Ich vermute, du meinst die Firma und nicht die Person. Auch wenn es nicht so wäre, würde ich dir erzählen, dass Walter und Isa toll sind. Die Firma ist für eine Sternenwerft noch recht jung, aber es scheint in die richtige Richtung zu gehen, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Ich habe eine Zeit lang in anderen Sternenwerften gearbeitet und bisher vermeiden wir viele der Fehler, die die älteren Firmen machen. Okay. Bis Na dann. So, wie geht's weiter? So, sprich mit Havershaw soll ich jetzt machen. Müssen wir sie erstmal hier.
optional, gib Feedback zu den... Ich glaube, ich mache jetzt erstmal die Mission, ne? Haben wir hier irgendwo ein Missionsterminal? Zufälligerweise ja. Dann machen wir mal eine Passagiermission. Ja, komm, mach mal einfach das da. So, Mission aktiv schalten. Habe ich jetzt schon an Bord? Jeder Lichtpunkt ist eine Einladung zum Entdecken. Wunderschön. Die Sterne aus dem All zu sehen, macht mir Gänsehaut. Ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt erstmal schön ins All mit euch. Kannst noch ein bisschen mehr Gänsehaut haben. So. Gravitationsantrieb ist gerade nicht sehr geladen. So, Alpha Centauri Mission und go. Und wir machen einmal Babouche. Das ist ja toll. Das war's. Du kannst landen. So, wir wollen nach Gagarin. Wohin? Da landen. Scharfschützen-Skill klingt auch lecker. Das sieht schon ganz hübsch aus, die Dame. So, haben wir das jetzt schon erledigt oder wie sieht das aus? Danke nochmal fürs Mitnehmen. Wir sind da. Danke. So, dann gehen wir hier kurz raus wahrscheinlich. Ching und Gagarin Land in Ort entdeckt. Oh, und guck mal, jetzt kann man auch wieder Sachen verkaufen oder einkaufen. Willkommen. Brauchst du Treibstoff oder Wartung? Ich überprüfe dein Schiff alle. Gar nicht nötig. Ist doch schon in sehr gutem Zustand. Ich hab's ja gerade erst gebaut. So, gibt's hier irgendwas Der Tolles? Der Mechbau ist eine tote Industrie, Chief Pretorius. Die Jobs kommen nicht wieder. Aber Reliant Medical, Arkmite und Centauri Mills setzen sich für Gagarin ein. Wir hatten nur gehofft, dass Gagarin sich im Gegenzug auch ein wenig mehr einsetzt. Ich sperre nicht jedes Mal die Stadt, nur weil ihr eine Gruppenführung machen wollt. Unsere Investorbesuche sind unverzichtbar, wenn es in Gagarin vorangehen soll. Wenn hier wieder jemand leben will. Hier leben schon Menschen. Und jetzt entschuldige mich bitte. Auf mich wartet tatsächliche Arbeit. Nett. Bitte was? Gut, das hätten wir. Dann würde ich sagen, können wir jetzt erstmal
So, dann sollen wir jetzt mal Kopfgeldmission machen. Das heißt, wir müssen erstmal wieder zurückfliegen. Diesmal gehen wir direkt ins Cockpit. Ja, sie ist schon ein bisschen flunderig, muss man schon sagen. Da geht noch mehr. Das war der richtige Knopf. So, Mission. Wieder andocken, nächste Mission auswählen. So, aufstehen, einsteigen. Idealerweise noch mal eine, die nicht weit weg ist. Ich war neugierig, ab. Das ist das erste Mal, dass ich irgendwas mit den Dings mache. Zerstöre die Crimson Fleet Banshee im Kumal-System, Banshee im, ja, weiß nicht, was davon näher ist. Aber diese Spezifikationen sind... So. Na, wo ist es denn jetzt? Da. Eindruckend. Gut, dann gucken wir mal, wie gut oder schlecht sich unser Schiffchen jetzt hier im Kampfeinsatz schlagen wird. Da bin ich sehr gespannt. So, also erstmal ab nach Kumasi. Klick, 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 tap, los. So, dann sollen wir zu einem beliebigen Planeten, heißt es. Entschuldigung, hast du kurz Zeit? Ich bin Wissenschaftlerin und könnte Hilfe gebrauchen. Okay. Schon lange keine Gesellschaft mehr. Ich bin Dr. Sola Banglawala vom MEST in New Atlantis. Ich führe im Rahmen eines Forschungsprojekts geologische Untersuchungen der besiedelten Systeme durch. Okay. Ich habe dich gerufen, um zu fragen, ob du vielleicht seltene geologische Proben hast. Hab ich das? Hast du das seit langem jemandem gesehen? Bist du ganz allein hier draußen? Ja. Ich bin seit Wochen hier ohne jemanden zum Reden. Die meisten Piloten, die ich rufen wollte, haben auf mich geschossen oder sind weitergeflogen. Ich habe genug Nahrungs- und Wasservorräte, aber viel zu wenig Bücher. Stolz und Vorurteil kann man auch nicht immer wieder lesen. Nach dem dritten Mal habe ich die Seiten benutzt, um mir Origami beizubringen. Okay, ich habe mehr als genug Steine, die ich abladen kann. Zurzeit brauche ich Lithium, Platin und Vanadium. Viel möchte ich gar nicht haben. Ich weiß, wie schwer man daran kommt.
das habe ich wohl gerade nicht. Aber danke, dass du angehalten hast. Dann versuche ich mein Glück anderswo. Du solltest Abstand halten. Der Grafantrieb dieser Blechkiste ist nicht ganz in Ordnung. Guten Flug. Ja, dann tschüss. Sorry, das dauert länger als gewöhnlich. Was? Hast du irgendwelche Hobbys? Nur ein paar, die meist noch mit dem Schiff zu tun. Ja. Falls du es noch nicht probiert hast, versuch mal Origami. Ich lasse meine Papiervögel bei Schwerelosigkeit durchs Schiff fliegen. Ich habe eine große Gesteinssammlung. Früher habe ich am Wochenende immer auf Jamison welche gesucht. Vielleicht hätte ich das im Büro nicht bringen sollen. Wahrscheinlich haben sie deshalb mich und nicht irgendeinen Studenten geschickt. Okay. Kennst du den mit dem Geologen im Musikladen? Der ist gut. Ein Geologe kommt in einen Musikladen und fragt den Verkäufer, habt ihr hier auch was Hartes? Der Verkäufer guckt ihn an und sagt... Oh, jetzt ist Jump Drive gerade losgegangen, als er die Pointe auflösen wollte. Naja. So, Kumasi reisen. Wir gehen mal auf jeden Fall hier noch mit ein bisschen mehr Energie auf die Sachen. Ich gebe ein bisschen auf Laser und gehe ein bisschen vom Antrieb runter. Wobei, vielleicht noch ein bisschen mehr aufs Schild wäre auch nicht ganz unclever. Mach mir ein bisschen Sorgen, weil es nur auf 75% ist. Naja, wir schauen mal, was passiert. Reisen. So, gucken wir mal, wer hier Spaß haben wird. Grafantrieb ist tot. So, Antrieb zerstören. Ups. Das war ein bisschen mehr als nur der Antrieb. Naja. Gut, okay, das hat sich doch jetzt gar nicht so schlecht gemacht, erstmal. Gucken, gibt es hier noch was Feines zum Einladen, beispielsweise Schiffsteile. Nö, aber immer in etwas adaptiven Rahmen, das ist auch hübsch. So, was haben wir da noch? Mineralien vorkommen, ja, das interessiert mich jetzt eigentlich. Na, wobei, doch, komm. Wenn wir schon da sind, können wir noch ein paar Steinchen einstecken. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt genau die, die die andere haben wollte. Naja, nicht ganz. Wäre lustig gewesen. Tatsächlich können wir hier eigentlich auch noch mal ein bisschen, ne? Puff. Immer noch einer der besten Wege, um an die Scheiße ranzukommen. Klar, nicht sehr gezielt, das ist logisch. So, oh, schön, ein paar Credits eingezogen. Das ja, feini. So, dann möchte ich gerne wieder Mission machen. Na, zurück nach Narion. Wir fliegen wieder nach, was? Narion? Sprung. Wir brauchen definitiv mehr Strom in dem Ding. Das reicht ja für gar nichts. So, nächste Haltestelle. Stout Eglund Sternwerft. Ja, der Booster könnte auch mehr Sprit vertragen, ne? Naja, wir haben ja im Moment halt auch nur irgendwie bedingt viel Kapazitäten zum Schiff bauen. Muss man ja auch klar sagen. Oh, aber wir haben schon wieder einen Skillpunkt. Und wisst ihr, was wir damit machen? Ihr wisst es, oder? Ich würde eigentlich gerne mal irgendwie so langsam hier auch in Richtung Sniperei gehen. Aber erstens brauchen wir dafür noch irgendwo anders einen Punkt. Und zweitens möchte ich aber lieber nochmal die Waffentechnik hochballern.
weil dann können wir die besseren Mods machen. Und das Geile ist, wenn wir gleich angedockt haben, können wir das einfach direkt tun. Ja, wir fliegen da mal schön hin, sagen guten Tag, wir boosten nochmal ganz kurz rein. So, dann sagen wir andocken. Und anstatt jetzt direkt in die Station zu rennen, müssen wir jetzt einfach nur kurz aufstehen. Schlong. So, dann sagen wir aufstehen. Und gehen jetzt einfach unten an unsere wunderschöne Waffenwerkbank. Nee, erstmal in die Forschungsstation wahrscheinlich. Und danach an die Waffenwerkbank. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt alle Teile haben, aber das werden wir rausfinden. Falsch. Richtig. Plomb. So, guten Tag. Ich möchte gerne wichtige Materialien in Waffen stecken. Griff- und Kolbenmods. Titan. Hammer nicht. Polymer. Hammer. Klebstoff. Hammer. Nicht genug. Ich bin überrascht. Optik- und Lasermods. Klebstoff haben wir nicht. Iridium haben wir ein bisschen. Okay, da haben wir mehr. Mündungsmods. Schwerelosdraht. Hau rein. Tantalum reicht nicht. Titanpolymer reichen auch nicht. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Cocktailschule. Ein bisschen Gewürz und Käse mal kaufen bei Gelegenheit. Generell mal wieder ein bisschen Geld machen. Hm? So, das heißt aber jetzt, schlussendlich haben wir jetzt nicht viel gewonnen, weil, ja. Unser Problem ist jetzt noch immer so ein bisschen, fehlen uns die Ressourcen, um die Forschung fertig zu machen, damit wir das überhaupt freigeschaltet kriegen. Und B, brauchen wir natürlich auch noch Teile, um die Sachen zu bauen. Ich wechsle zu Stroud Eglund. Das ist der logische Schritt. So, guten Tag. Es läuft großartig. Einfach fantastisch. So, ich habe die Marktforschung für dich betrieben. Ich bin jetzt bereit für die nächste Phase. Du hast also unterschiedliche Missionen erledigt. Das liefert uns jede Menge Daten und wir können ein Schiff für verschiedene Szenarien bauen. Wenn wir so ein Schiff bauen, brauchen wir vielleicht das Spülbeckenbudget. Aber mal abwarten. Danke für deine Hilfe. Jetzt müssen wir nur noch unser Personalproblem lösen, damit wir uns auf ein Design einigen können. Kinderspiel. Warum habe ich nur das Gefühl, dass du ein Herkuleswerk von mir verlangst? Weil ich sonst lügen müsste. Und wo ich gerade ehrlich bin, ich bin mehr oder weniger selbst schuld dran. Ich hatte die Eingebung, dass wir beim Design alle zusammenarbeiten sollten, weil wir dann das beste Ergebnis erzielen. Und ich will die Hoffnung auch noch nicht aufgeben. Aber es ist alles andere als einfach, weil sich alle reingehängt haben und jetzt niemand seine Idee aufgeben will. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Du bist ja zuversichtlich. Du hast keine Ahnung, wie lange wir uns schon damit herumschlagen. Ich habe schon alles Mögliche versucht, von irgendwelchen künstlichen Teambildungsübungen mal abgesehen. Also, was könntest du anders machen? Naja, wer nicht mitspielt, kriegt eine Kugel in den Kopf. Versuchen wir es mit Teambildungsübungen, vielleicht erst eine ruhige Gruppenmeditation. Was hast du denn bisher versucht? Okay, offen gesagt sind hauptsächlich die Fetzen geflogen. Zuerst haben wir es mit Brainstorming versucht und du kannst dir ja denken, wie das gelaufen ist. Individuelle Designs gingen auch nach hinten los. Dann wollte ich individuelle Aspekte des Schiffs besprechen, aber das hat das Ganze nur in die Länge gezogen. Ich hätte ja ein Machtwort sprechen und eine Entscheidung treffen können, aber ich wollte die Teamwork-Idee noch nicht aufgeben. Außerdem will ich nicht, dass meinetwegen jemand kündigt. Okay, dann wäre es doch fair, wenn jeweils alle einen Kompromiss eingehen. Darauf hätte ich auch mal kommen können. Das ist fair. Alle gehen um den Tisch rum und nehmen eine Kürzung vor. Auf die Art sehen sie, dass die anderen auch einen Kompromiss eingehen müssen. Dann wäre das Design nicht mehr so durcheinander gewürfelt. Und weil Walter dir die Projektleitung übergeben hat, stehe ich nicht als die Böse da. Also bist du dir sicher? Sowieso. Klasse! Dann wollen wir mal alle gleichermaßen enttäuschen. Wird schon schief gehen. Okay, hört mal alle her.
Unser Consultant hier, also nicht ich, vergesst das nicht, hat beschlossen, dass wir alle um den Tisch herumgehen und jeweils einen größeren Aspekt in unseren Designs streichen. Fairer geht es nicht und ich glaube, unsere kollektiven Designentscheidungen werden uns dann leichter fallen. Wer will anfangen? Okay, na gut, ich fange an. Ich bin bereit, ein paar Waffenaufhängungen zu streichen. Damit hätten wir weniger Feuerkraft, aber der Kunde könnte die ja hinterher nachrüsten. Warum schaust du mich so an? Ich soll wohl weitermachen. Ich mach's einfach. Ihr wisst, dass ich nichts Schickes im Sinn hatte. Aber wenn es sein muss, könnten wir ein paar der Frachträume verkleinern. Ich glaube, wir könnten ein paar Sensoren und Geräte zur Datenerhebung streichen. Solange es das Ding immer noch problemlos in den Deep Space und zurückschafft, bin ich glücklich. Ich wäre bereit, die Aufenthaltsbereiche zu verkleinern. Ja, das sollte okay sein. Frank? Was? Ich habe doch gesagt, dass ich einen Großteil der Luxusfunktionen streichen kann. Warum soll ich noch mehr kürzen? Weil wir kein Luxusschiff bauen. Das war ja gar nicht so schlimm. Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Ding wirklich bauen können. Okay, zu viel des Guten. Sprich mit Jules. Sollen wir ihr sagen? Naja, ich denke, wir machen jetzt Fortschritte. So. Die Kreativblockade ist jetzt überwunden. Was machen wir jetzt? Basierend auf deinen Entscheidungen wird es wohl ein ziemlich vernünftiges Design. Ich bin mir sicher, dass wir den Entwurf umsetzen und das Schiff verkaufen können. Okay, glaubst du, dein Team hat nochmal mit dem Problem zu kämpfen? Hoffentlich nicht, aber möglich ist es. Wenn das Schiff sich gut genug verkauft, erhöht der Vorstand für das nächste Mal sicher das Budget. Deine Daten werden auch eine Weile vorhalten. Und ich glaube, ich habe ein paar nützliche Techniken von dir gelernt, wie wir besser zusammenarbeiten können. Gut, erzähl mir noch ein bisschen was. Es ist ein kleineres, schlankeres Schiff mit mittlerer Reichweite. Gut geeignet für den Durchschnittskunden. Es ist nicht allzu teuer, hier und da noch erweiterbar und passabel zu verteidigen. Es dürfte für eine Reihe Szenarien geeignet, aber nirgends wirklich überragend sein. Gut, kann ich noch was tun? Wenn wir unsere ganzen Probleme angepackt haben, können wir endlich das Design finalisieren und das Ding in die Produktion geben. Du könntest uns einen Gefallen tun und Walter ausrichten, dass wir vorankommen. Der wird begeistert sein. Danke für deine Hilfe. Oh, jetzt habe ich vergessen, das Feedback zu geben. Oh. Naja. Wir plaudern bald mal wieder. Ich könnte jetzt natürlich nochmal laden und... Oh, jetzt kommen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so wild. So, gibt's hier noch was Schönes zum Einstecken? Nö, gerade nicht so. Ich muss jetzt hier auch nicht irgendwie die Firma von meinem Brötchengeber ausräumen. Nicht viel los. Ja, richtig. Ich schätze, ich soll mit dir arbeiten. Ciao. Ja, okay. So, die können jetzt ein bisschen rumklickern. Was geht hier? Bekanntmachung. Erinnerung Sicherheitsschulung. Wir möchten daran erinnern, dass die Teilnahme an der Sicherheitsschulung verpflichtend ist und bis Ende des Monats erfolgt sein muss. Quartalsbericht, alle von Management, wie euch sicher allen bewusst ist, steht das Quartalsmeeting vor der Tür. Die Teilnahme ist nicht verpflichtend, erfordert aber eine sichere Verbindung. Wer teilnehmen möchte, sollte daran denken, rechtzeitig Kontakt zur IT aufzunehmen, um sich zu vergewissern, dass dein Setup sicher ist. Okay, nichts Wildes. Okay, der ist zum Mitnehmen. Danke. Budgetvorschläge. Mr. Strauss Consultant beantragt das Budget für Projekt Zenit auf 20.000 zu erhöhen. Sehr geil. Wir danken euch mitteilen müssen, dass die bestbestellten Bauteile PGX1749G und so weiter aufgrund unerwarteter Lieferschwierigkeiten derzeit nicht erhältlich sind. Wir rechnen damit, dass das Fließband in den kommenden Wochen verlassen werden und wir werden sie versenden, sobald sie wieder verfügbar sind.
Da wir großen Wert darauf legen, auch in Zukunft mit Stroud Eklund zusammenzuarbeiten, erstatten wir aus Kulanz 5% Rabatt auf die gesamte Bestellung und möchten uns nochmal für die Verspätung entschuldigen. Boni. In unserem anonymen Mitarbeiter-Feedback-Forum kam das Thema Boni zur Sprache. Gute Neuigkeiten, da forschen dazu schon allen Angestellten einen moderaten Bonus auszuzahlen. Der Rest eurer Bonuszahlung wird nach Beendigung des Projekts Codename Kepler überwiesen, vorausgesetzt, dass die erforderliche Deadline und alle Absatzziele erfüllt werden. Cool. So, Zenit-Projekt abgeschlossen, keine weiteren Änderungen möglich, Budget, bla bla. Bauteile 32, Budget gesamt genehmigt. Okay. Mal. Die haben aber günstig. Also ich meine, dafür, dass die irgendwie komplette Schiffe bauen, haben die echt günstige Budgets, ne? Gut, man weiß natürlich nicht, ob es bei jedem der Projekte auch wirklich darum ging, ein Schiff zu bauen, schon klar. Willkommen bei Stroud Eklund. Ja, und tschüss. Ja, auch und tschüss hier. Da können wir gerade nichts rausklauen. Da waren wir schon, haben festgestellt, da können wir auch nicht klauen. Schade eigentlich. Und tatsächlich ist die Station eigentlich echt überschaubar, wenn man hier so reinguckt. Meint da hinten. Tag noch. Ich war neugierig, aber diese Spezifikationen sind beeindruckend. Gut. Kann dir helfen, wenn du was brauchst. Ich bin fertig. Oder? Sollte ich doch sein. Die offene Fragen ist durch. Zu viel des Guten. Sprich mit Walter Stroud. Bin ich ja gespannt, ob ich mit dem jetzt sprechen kann. Wahrscheinlich nicht, weil der immer noch in dem anderen Ding drin steckt. Das heißt, in der Zwischenzeit können wir uns jetzt eigentlich erstmal wieder um andere Dinge kümmern. Nämlich konkret wollen wir ja diesen Mac finden. Oder wir gönnen uns noch mal ein bisschen Kraft, ne? Das kann sicherlich auch nicht schaden. Das schafft man vielleicht auch noch in der verbleibenden Zeit. Und Babusch ins Unbekannte. Flop. So, Tau-CD. Karte gucken. Scanner-Anomalie, bitteschön, landen, runter da. Aber prinzipiell ist die Plattform auf jeden Fall erweiterbar, stelle ich mal so ein bisschen gerade fest. Wir könnten auch noch was auf dem Rücken ein bisschen nach oben anmontieren. Unten hätten wir auch noch, naja, unten glaube ich, haben wir nicht mehr so viel Luft. Nicht so lange hier die fetten Frachtmodule. Ich frage mich, ob ich vielleicht besser irgendwie seitlich gedreht hätte. Naja, was soll's. So, guten Tag. Ich suche einen Tempel. Und wenn wir schon dabei sind. Gebäude. Chlor. Eisen. Na, was hast du da? Noch ein Eisen. Oh, guck mal, ist das? Haben wir es noch gebraucht, ne? Jetzt ist es da. Bisschen Kupfer. Schön ist ja tatsächlich jetzt dadurch, dass wir jetzt hier mal wieder, wenn wir mal kurz ins Inventar schauen, auch mal wieder massig Platz haben, können wir uns auch jetzt mal leisten, hier, falscher Knopf, uns hier auch irgendwie ressourcentechnisch mal wieder irgendwie ordentlich die Taschen voll zu machen. So, aber tatsächlich, ja, so viel zum Thema Ressourcen sammeln, weil wir sind schon am Tempelchen angekommen. Wahrscheinlich haben wir dann gleich auch wieder so einen lustigen, ist schon wen, der uns dann auch wieder erzählen möchte, dass wir ein ganz garstiges Wesen sind, weil wir uns mit fieser Alien-Technologie auseinandersetzen.
und wir es ja gar nicht würdig sind, uns damit irgendwie zu befassen. Guten Tag. Hallöchen. Da sind die drei lustigen Ringe. Wir warten darauf, dass wieder das, dass sich hier wieder die heulen Geschrömpels bilden. Da sind sie schon. Dröhn. Noch mehr Dröhn. Ja, da war ich jetzt zu langsam. So, und damit bekommen wir wieder eine neue Kraft und kriegen eine lustige Vision. Ja, dann holt's euch doch, ihr Luschen. Da. So. Ach, hätte ich mit ihm reden können? Ups. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Eigentlich gerade noch das nächste machen, würde ich sagen. Und achso, stopp mal, genau, das wollte ich gucken, was haben wir jetzt bekommen. Antigravitationsfeld, eigene Atmosphäre, Gravitationswelle, setze einen Stoß an Schwerkraft frei, das ist doch das, was wir schon hatten. Verändere das Zeitgefüge, um einen Blick in die Zukunft zu werfen und zu sehen, welchen Weg jemand gehen wird und was er da sagt. Alter. Okay, das ist, bin ich mal gespannt, wie sich das spielerisch auswirkt. Ne, das geht hier wohl einfach nicht, ne? So, dann haben wir noch ganz viele Anomalien. Das ist ganz schön, aber... Ich meine, das hat man jetzt wirklich in rauen Mengen mittlerweile. Was spricht mit Walter Stroud, okay? Ich meine, wir können es probieren. Vielleicht können wir ihn tatsächlich ja noch ansprechen. Das wäre natürlich ganz toll. Also, gehen wir mal kurz auf die Karte. Alpha Centauri. Alpha Centauri. Und dann geht es natürlich auf Jemison. Nein, falscher Knopf, verdammt. So, mal gucken, ob das klappt. Ich bin gespannt. Also, weil wir sind ja eigentlich so ein bisschen gerade gequestlockt, was die NPC angeht. So, aber wir probieren es mal. Vielleicht geht's ja doch, wenn es sich um eine Nebenquest handelt, die wir abschließen können. Ich fände es ganz cool, weil ich meine, ansonsten ist natürlich auch ein bisschen das Problem, dass es uns auch den Spielfortschritt so ein bisschen aufhält, weil wir keine XP davon kriegen. Mal gucken, was passiert. Unsere Verbindung zum Auge scheint gekappt worden zu sein. Ja, das habe ich mitbekommen. Unsere Verbindung zum Auge. Okay, nein, der hängt. Der ist definitiv gequestlockt. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, war es das für dieses Mal wieder. Euch danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ja, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dann. Ciao.